Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sparrix Arcade. Diesmal nehmen wir uns dieses nicht allzu bekannte Kampfspiel vor, was sich Fighting Layer schimpft. Bevor wir anfangen, kleine... oh Gott, Entschuldigung. Kleine Hintergrundinformation. Das Spiel kam 1998 raus für aufs Namco System 12. Natürlich auch gepublished von Namco. Developed von Arika. Das Interessante bei diesem Game ist, es gab keinen einzigen Konsolenport und außerhalb Japans ist es, soweit ich weiß, glaube ich auch nicht erschienen. Interessant ist, dass dieses Spiel auch zwei Guest-Characters hat aus der Street Fighter EX-Reihe. Die bekannten Gesichter Alan Snyder und Blair Dane. Und ja, nach diesem awesome Intro schauen wir doch einfach mal rein. So, ich darf natürlich meinen absoluten krassen Super-Timer nicht vergessen. Gestartet. So. Ja. So, ich habe nur 20 Sekunden Zeit, mir den Charakter auszusuchen. Hier haben wir die Blair Dane und irgendwo weiter hinten ist Alan Snyder. Diese beiden Gesichter gibt es wirklich in Street Fighter EX. Ich weiß nicht. Nehmen wir Blair. Das hat irgendwie ein bisschen Waifu-Potenzial. Schauen wir mal. Ich habe nur ein oder zwei Runden in dem Game reingeguckt, um zu schauen, ob es funktioniert. Es kann natürlich sein, dass einige Slowdowns entstehen werden, weil ich das Ganze natürlich auf dem Emulator zocken muss. Weil ich so arm bin und keinen Emulator bei mir. Ich meine Emulator, Arcade Machine bei mir zu Hause habe. So, dann schauen wir mal. Die Character Designs sind natürlich super sweet. So, ich gehe mal davon aus, dass das unten ein Meter ist. Oh nice, schöne Autokombo. Das ist damals so, was auch schon gab, weißt du, dass man halt einfach nur so Light Punch die ganze Zeit mash und dann hat man hier eiskalt so eine schöne Autokombo. Schon sehr sweet. Nice. Swift Kick. Oh, hör mal auf. Bong, lass mal diese. Knockout. Nice. Gut, ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Schauen, was die gute Blair so kann. Wenn man mich lässt, okay. Nice. Okay, noch mehr. Sweet. Okay. Kann ich die canceln? Das wäre super sweet. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich vielleicht irgendwie von der Autokombo in die super rein. Ne, okay, es geht nicht. Oder ich hab's einfach versaut. Scheißegal! Oh ja, wieder noch lebt. Boah, was war das? War das krass geparried oder was? Ich muss mal bei mir ein bisschen Sound lauter machen. Wie immer gilt hier auch Pro Credit, ne? 50 Cent werden berechnet. Und wir werden einfach mal schauen. Ich finde es übrigens interessant, wie die Hintergrundmusik nicht wechselt, sondern einfach weitergeht. Oh mein Gott. Mal schauen, wie viele Credits ich in dem Game verbraten werde. Und. Oh mein Gott, okay, da haben wir einen Slowdown gehabt. Aber sollte mich nicht allzu sehr stören. Oh, cancel. Boah. Achso, ich habe keine Meter mehr. Mal gucken, ob ich noch weiter canceln kann. Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht so ein bisschen Meter aufbauen kann. Und dann schauen, ob ich vielleicht von einer Super in die nächste canceln kann. Das wäre natürlich extrem sweet. Und ich kriege erstmal Slowdown-mäßig einen auf die Schnauze. Autsch. Danke. Bester Bison Slide ever. Oh mein Gott. Nein, das wird mich umbringen. Nein, Witze. Okay. Scheiß drauf. Was hast du denn nicht gemacht? Okay, nice. Nice. Super Finisho. Immer dieses Are you right? Are you ready? Was soll denn das sein? Really? Ich habe mir übrigens auch überlegt, für die nächste Folge Sparrix Arcade werde ich da mal was anderes anpacken, statt einem Fight Game. Das könnte nämlich auch sehr interessant werden, weil ich habe da so einige skurrile Dinge gefunden noch in der Bibliothek. Das könnte echt cool werden. Cool und skurril gleichzeitig, ne? Are you ready? Ist hier wohl auch eine Level 3 super gut? Yo! Was war das? Habe ich jetzt so die ganze Meter wieder aufgerufen? Was habe ich getan?
Was passiert? Hilfe, was war das? Was hab ich getan? Okay, wir schauen mal, ob das... Schauen mal, ob ich... canceln kann. Yes! Okay, nice! Okay. Nice. Okay, das war jetzt natürlich ungünstig, wie viel ich da reingecancelt habe, aber ich wollte mal gucken. Man kann wirklich in alle drei seine Dinger reincanceln. Das ist ja total geil. Jetzt krieg ich trotzdem auf die Schnauze. So, jetzt hör mal auf hier. Auto-Combo-Finish. Und die T-Bags nicht vergessen, die gehören dazu. Test your ability. Gott sei Dank habe ich so viel. Okay, nice. Guck mal, Bonus Stage. Sowas wie Auto kaputt machen und so. Nur, dass es hier... Oh mein Gott, ein dicker Knight ist. Zack. Immer Auto-Kombo. Oh! Okay. Shoot. Oh mein Gott. Nimm das. Ich hätte vielleicht erst die andere machen sollen und dann in die reincanceln. Also ich bezweifle, dass ich den platt kriege, weil so viel Damage wie der macht und so viel Leben wie er hat. Es gibt bestimmt eine ordentliche Taktik gegen ihn. Throw Chance, okay. Wenn man mir sagt, wie man throwt, dann mache ich das. Oh! Super Mesh! Counter Attack! Boah, das macht aber super viel Schaden, ey. Oh! Mist, schade. Miss Fortune, you failed. Ja gut. Kann man nichts machen. So, weiter geht's. Airplane gegen Jigjit. Das Character Mod von dir. Oh Gott. Sein Nacken. So sweet. So, ich will mal wissen, was das vorhin war. Was ist das? Was ist das? Sowas wie ein Burst? Auf einmal habe ich alle drei Meter voll. Nee, ich muss vielleicht erstmal den anderen machen. Da sieht man wieder, dass ich mich so gut informiert habe. Hätte ich das mal gemacht, dann wäre das vielleicht ein bisschen interessanter geworden. Der Announcer im Hintergrund immer, der ist total nervig. Das ist ein Scheiße, der die ganze Zeit am Schreien ist. Wahnsinn. Okay, geht anscheinend wirklich nur einmal pro Match. Na gut, ist ja nicht so schlimm, weil ich ja eh nicht weiß, was ich hier eigentlich tue. Oh mein Gott. Nein, ich mach schon wieder die falsche Reihenfolge. Okay. So, ich kenn's ja jetzt. In die rein. Und... Ah! Mist. Tschüss, Mieter. Bitch. Obwohl, ich mag halt wirklich den Effekt, wenn zwei gleich starke Attacken aufeinandertreffen, dass es halt wirklich so ausgeparried wird. Das ist schon ziemlich cool. George. Einfach mal direkt so anfangen. Was ich schön finde, ist, hier wird halt einfach nicht großartig lange um den heißen Brei geredet. Hier wird einfach direkt von einem Kampf zum nächsten. Scheißegal. Keine großartigen Ladezeiten. Finde ich gut. Kann man machen. Der Announcer. Diese Slowdowns fangen mich ein bisschen an. Ich habe ja heute auch mal so einige Games mal so ausprobiert, aber die, da muss ich sagen, da waren die Slowdowns auf jeden Fall schlimmer. Der Emulator, der ist halt einfach null auf 3D-Games ausgelegt. Und ich weiß halt auch beim besten Willen nicht, wie gut der Rechner dafür sein muss. Dass das Ganze wirklich hundertprozentig gut funktioniert. Aber ey, ich beklag mich nicht. Are you right? I think so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Slowdown Blocks. All day. Nice jump. Yeah. Was war das?
Das ist ziemlich gut. Oh mein Gott, oh! Rekrutokutsche. Ich würde gerne wissen, was das ist. Ich meine, ich kriege alle drei Mieter-Dings. Schon ziemlich cool. Das ist schon echt cool. Ich will nur wissen, weiß nicht, ob es da halt wirklich sowas wie ein Level 3 Move gibt oder. Shit! One Match Battle. Gegen einen Hai. Kein Scheiß. Darf ich das denn? Oh fuck. Ja gut. Let's go. Geht ja gut los. Ich finde das ein bisschen unfair. Weil der. Hallo? Hallo? So blöd man halt. Take this! Was ist das? Nimm das! Du blöder Hai! Mann, wenn das die Peter wieder sieht, ne? Mit bloßen Fäusten auf dem Hai einprügeln. Der Special Moves drauf hat. Okay. Jetzt komm her! Reg mir nicht auf, ey. Oh mein Gott. Ich finde übrigens auch die Unterwasserphysik hier sehr genial. Total originalgetreu. Dass man halt solche Jump-Kicks unter Wasser machen kann, schweige denn sich so unter Wasser mit einem Hai prügeln. Oh mein Gott. Ach was. Wow. Okay, das zählt wirklich als Credit. Das ist ein Bonus-Ding. Okay, nice. Schon mein erster Credit. Wir bleiben einfach mal bei Blair, denke ich. Ja doch, wir bleiben bei Blair. Wir bleiben bei Blair. Ich guck mal. Vielleicht eine different color? Gibt es sowas hier? Ich muss den blöden Hai tatsächlich platt machen. Das könnte mein Verhängnis werden. Das heißt, das Spiel zwingt mich, diesen unschuldigen Hai umzubringen. Ja, dann guckt euch, wie sanft und süß er ist. Na, das sind keine verschiedenen Farben. Vielleicht hätte ich nächstes Mal mit einem Kick-Knopf aussehen müssen. Also man hat keine andere Option. Man muss halt wirklich zum Tierquäler mutieren, um das Spiel... Kommst du her jetzt? Vor allem, der kann ja einfach mal out of stage gehen, out of range und alles und... Ja! Gib mir! Oh, das wird ein Coinfresser jetzt hier, der Hai. Ich weiß, beim besten will gar nicht, wie man blockt. Ich glaube, auch so nach hinten drücken. Kann das? Ja. Das hat anscheinend gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte. Weil jedes Mal, wenn ich nach vorne dasche, kommt dieser blöde Hai an. Verdammt nochmal. Hat schon mal Option. Okay, dieser Hai. Der Endboss von allen. Ist okay. Ja, doch! Gibt andere Farben, andere Outfits. Oh mein Gott. Wie scheiße sieht das denn aus, bitte? Also gibt es zwei alternative Farben? Oh Gott, ich dachte. Na, hör doch mal. Oh mein Gott. Jesus. Du Blödmann, Hai. Wie? Komm, alles. Ich will eigentlich nur einen Mieter voll kriegen. Komm her, damit ich dir auf die Schnauze haben kann. Ja, dodge alles. Du Drecksau. Du Scheiß, Hai. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Der Hai ist unbesiegbar. Härtester Gegner. In jedem Kampfspiel, was ich bis jetzt gezockt habe. Dieser scheiß Kampf, der ist komplett unausgereift. Es funktioniert einfach nicht. Das ist kompletter Scheiß hier. Oh Gott. So blödes Mistding. Oh, ja. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wäre so jemand mit so einer etwas größeren Reichweite an Angriffen besser geeignet. Oh Gott. Als ich mit meinen Stripper-Stiefeln. Oh, ich hab geblockt, der gibt mir trotzdem. Ja, steh noch langsam auf. Ich bin betäubt. Leck mich. Oh. Hey. Boah, jetzt. Oh, das habe ich total vergessen, dass sie auch noch konnten.
Oh, Mist. Okay, nice. Nächste Runde kriechen auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht passieren sollte. Boah, come back. Come back, du Scumbag! Nein! Nee! Nee, nee, nee! Noch! Oh! Die Sch... Das Stück Scheiße! Okay, das erste, was ich machen werde, ist den jetzt einfach sofort versuchen mit meiner Super zu attackieren. Dann hole ich mir meine 3 Meter und dann gebe ich ihn. Reicht jetzt nicht. Okay, das hat echt gut funktioniert. Ich check nicht, warum ich da 3 Meter krieg, ne? Das ist, das ergibt für mich irgendwie gerade so null Sinn. Oh Mann! Warum tust du das? Oh. Du Drecksau! Dort stand ich einfach immer alles. Ja, nice. Ich hasse dich. Ja, nice. Gut gemacht, Blair. Gut. Ich wollte den echt unten angreifen. Da, wo seine Füße sind. Da, ich mache es schon wieder. Oh. Schraub mich knutscht. Nein, hier. Oh, wie soll ich denn? Okay. 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 Okay, okay, okay. Yes! Tschüss. Stirb. Easy. Dieser blöde Hai hat mich bis jetzt schon 4 Coins gekostet. Drecksau. Clemens. Clemens. Es geht bei dir, Boy. Boah. Okay. Was sind das denn? Windet sie sich unter Schmerzen auf dem Boden. Oh Mann! Clemens, du nervst. Clemens, lass mal diese bitte. Okay. War nice, ne? Warte mal wieder voll Mieter. Shit. Wie einfach noch lebt. Da. Cheap. Also eiskalt durch Chip Damage gestorben. Dann steht auch noch, dass es billig war. Also wenn er blockt und ich angreife und dann trotzdem stirbt. Warum ist das bitte billig? Ist doch seine Schuld. Dass er nicht gegengegriffen hat. Oh mein Gott. Wie sich einfach vor Schmerzen auf den Boden krümmt. Shit. War jetzt eigentlich so null meine Absicht. Genauso wie die hier. Trotzdem treffe ich. Habe ich eigentlich noch so andere Dinge? Nee. Ja, Tatsache. Das waren, glaube ich, so ihre einzigen 2, die ich so frei Schnauze herausgefunden habe. Ich glaube, damit kann man eigentlich mal ganz gut fahren. Das funktioniert irgendwie. Juhu. Jetzt misch wirklich. Misch. Oh nein! Clemens! Clemens! Nice. Da kam der Swift Kick. Bitch. Das war lustig. Oh, schon der letzte Kampf? Oh mein Gott, okay. Volt. Der Volt. Oh shit. Oh shit, so einer ist er. Okay. Legt er sich erstmal komplett flach auf den Boden, der Boy? Warum auch nicht? Swift Kick in Slow-Mo. Oh mein Gott, warum muss der letzte Battle jetzt auch in Slow-Mo sein? Oh mein Gott, oh mein Gott! Nimm mich bitte wieder. Lass. Hallo? Kannst du aufhören, mit mir im Mund durch die Gegend zu laufen? Hallo? Mach doch einfach mal 50% Damage. Ja, ist, ja, Vega, ey, komm runter. Bitch. Oh mein Gott. Nein, Blair, warum? Bus, okay, gut, der war voll out of range. Oh. Na, er hat gelernt. Er blockt alles. Oh mein Gott, er blockt ja wirklich alles. Ah, nicht ganz alles. Nicht ganz alles. Dance. Baraja Blanc. Schön. Are you right? Are you ready?
Oh, was ist jetzt mit ihm? Er hat die Plätze mit mir getauscht. Und er hat dann eiskalt meinen Supermove. Was? Oh, das war ja interessant. Er tut's schon wieder. Die alte Drecksau. Kann einfach mal eiskalt zwischen mich mit mir die Position tauschen und übernimmt dann einfach meinen Angriff. Das ist natürlich nicht so fair, ne? Da er... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn er das nur machen würde. Vega, komm runter, bitte. Wow. Dann hätte ich ein Problem. So, das wollte ich noch. Wonderful. Oh. Okay. Okay, ja, mach. Ja, ja. Ist aus seinem Penis? Was? 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 Okay, cool. War's das schon? Sind wir durch? Oder kommt noch ein letzter? Das Katzen. Ich wusste es. Nice. I take it. Fatality. Okay, ich stopp einfach mal meine Zeit. ja. Okay, Ladies and Gentlemen, das war Fighting Layer. okay, ich mache jetzt mal eben ganz schnell mein Endfazit. Also, für Fighting Layer habe ich ganze 20 Minuten 49 Sekunden gebraucht und, ja, 4 Credits sind verbraten worden. Ja gut, eigentlich 5, weil der eine, der steckt ja noch im Automaten, aber ich könnte halt weiter zocken. Aber die, die ich halt verloren habe, waren 4, das sind umgerechnet 2 Euro. Der Schwierigkeitsgrad war jetzt echt unglaublich unten, also es war jetzt nicht wirklich schwer. Und ich muss sagen, dass der High-Fight der einzige Fight war, wo ich Probleme hatte und dann eigentlich auch nicht so große. Hätte ich mich von vornherein ein bisschen anders angestellt, dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich auch mit einem Credit durchzocken können. Nichtsdestotrotz hat mir die Kampfmechanik sehr gut gefallen. Oh, danke schön, Mann, dank mir. Ja, eigentlich muss ich sagen, ich finde es schade, dass es nie für die Konsole erschienen ist, weil ich glaube, man hätte da richtig schönes Couch-Gaming betreiben können. Sprich, man packt sich seinen Kollegen, zockt da ein paar Runden, alleine wegen der Autokombo-Scheiße, die da ist, ist es auch für Laien ganz einfach, da irgendwelche Tricks rauszuhauen. Schade, dass es halt auch so kurz war und sehr, sehr einfach. Aber ich müsste sagen, wenn ich mal irgendwann mal unterwegs bin und eine Arcade sehe, wo Fighting Layer drauf ist, ich würde mich garantiert davor setzen, weil die 2 Euro habe ich. Weil das ist jetzt nicht so, ich bin so kein Fresser gewesen. Okay, schön. Das war's dann auch. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich und ich hoffe, wir sehen uns dann bei meiner nächsten Folge von meinem Spirix Arcade Playthrough wieder. Also bis dahin. Tschüss. Toodaloo.